Die Badestadt Wildungen öffnet einen der im Stadtgebiet noch verbliebenen 13 Bunker aus dem Dritten Reich für die Besucher. Stadt und Stadtführer haben den imposanten Bunker an der Poststraße, der wie ein mittelalterliches Stadttor wirkt, so weit hergerichtet, dass er als einziger Bunker bei den regelmäßigen Bunkerführungen nun auch besichtigt werden kann. Der Post- oder Schulbunker ist einer von 15 Bunkern, die Hermann Göring Ende der 30er Jahre des vergangenen Jahrhunderts in Bad Wildung bauen ließ. Er sollte Schüler der benachbarten Schule aufnehmen und bot Platz für bis zu 870 Personen. Im Innern gewähren heute Schautafeln und Vitrinen einen Überblick über das düstere Kapitel der Stadtgeschichte. Exponate, auch aus anderen Bunkern wie Betten und Sitzbänke, runden die sonst sparsame Einrichtung ab.